Moin Leute und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Und zack. Der letzte Raum war ja echt nicht so geil. Vielleicht haben wir hier die Lösung. Ich hätte mal vielleicht besser drauf gucken können. Dann hätte ich gesehen, dass der Raum unterteilt ist. So ist. Jetzt hilf mir. Oder wenn da der Gegenstand drin ist, hier in diesem Gebiet, wo ich meine, also mein Enterhaken, verwette ich mein Poppes da drauf, kann ich noch einmal komplette Runde mit diesem Karussell drehen, nur um zurück zu diesem einen Stellending zu gehen. Ja, hier, was willst du? Oh! Oder haben wir hier? Herzteil? Oh, wow! Nein, für so eine Scheiße gibt es nur 20 Rubine. Kann ich da überhaupt rangehen? Aha! Krieg ich hier wieder Rubine? Nee, Bomben. Okay, mit Bomben beschwere ich mich nicht, weil die sind wichtig. Ich finde es auch cool, wie die aussehen wie kleine Piranhas. Oh, ihr seid böse, ich mag euch nicht. Geht doch mal weg. Okay, ich sollte mich verpissen, weil das wahrscheinlich gleich hier wieder. Warte. Voll abdrehen. Nein! Ach, das ging. Ach ja, ich hab's vergessen. Entschuldigung. Ja, ich war wieder so im Siff-Modus. Ablegen. Ich will gerade ehrlich sein, warum kann ich halt nicht. Oh, hoppla, sorry. Wie viel? Warum nicht? Gib mir. Oh oh. Fick dich. Fuck it. Gib mir Herz. Oh wow. Gib mir Herz, bitte. Warum kann ich nicht kaputt schneiden? Das wäre voll cool gewesen. Okay, ich scheine da Räume übersehen zu haben, aber ist mir ehrlich gesagt ziemlich latte. Wahrscheinlich eh ne Bonus-Scheiß drin, ne? Das ist wohl ein Bosskampf und ich komme da raus, Leute. Ich habe das verstanden. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Gegner recyceln. Ich wusste, okay, nicht ganz, aber ähnlich. Oh, scheiße, ich glaube, der Frosch mich hat ficken. Ist eine Donnerkröte aus Terranigma? Das ist Schass Laune, glaube ich, ne? Boah. Du musst halt was am Rücken kleben. Oh, cool, kleine dicke Viecher. Gleichzeit. Gut, dass sie nicht explodieren. Ein Ficker hier. Produziert der neue, wenn ich alle getötet habe, oder wird er. Der wird wütend, oder? Oh! Okay. Ja. Würdest du von mir runtergehen, bitte? Ich weiß nicht, ob ich Bombenpfeile brauche, aber vielleicht ist es nicht verkehrt, sie. Willst du nochmal springen und ich springe einfach zur Seite? Warum habe ich jetzt einen Teil angezogen? Oh wow, dann ernst? Okay, ich glaube, ich muss die schon hier alle töten, damit er in diese Sprungphase kommt. Davor bewegt sich der fette Pommespanzer keinen Millimeter. Beziehungsweise, ja, doch ein paar Millimeter, aber nicht. Halt, nach vorne! Ich kann drauf! Auf die hässliche Björk-Zunge da. Oh, hat weh getan? Ha, Stinkefuß? Jetzt schüttelt er wieder seine Sporen da ab. Hätte schon was gerade. Bäm! Okay, das hat ja wunderbar funktioniert. Ich würde am liebsten alle wegmuschen, ne? Ein Ficker.
Oh, wow, okay, gut, da ist auch kein Zeit für so eine Attacke. Krieg ich noch ein Herz? Lauf, Junge! Ich finde auch schön, wie die Musik dann so mit so düm, so ein bisschen, ja, dümmlich, weiß ich nicht. Wenn er da so liegt und die Zunge draußen hat. Blubblub. Nein, ich will immer die scheiß falsche Taste drücken. Ich wollte eigentlich Bombenfall auf den Rücken schießen, aber hat ja wunderbar geklappt. Also gar nicht. Ja, gut, dass ich eine Fee im Gepäck habe, ne? Schade, wenn ich hier kassiere. Kassiere härter als die Kassierer. Das geht gar nicht. Uff. Gut, dass er auch nur einmal springt. Oh, ich bin getötet. Cool, direkt Fangstoß. Ew. No. Ew. Ja, viel Spaß mit deinem Schatz, Alter. Mm. Yay, Greifhaken. Oh, ja, den werde ich jetzt erstmal reinlegen, wo eigentlich die Scheißschuhe sind. Ab jetzt habe ich alle Möglichkeiten offen, was schlecht ist, weil ich schon die Hälfte der Orte vergessen habe, wo ich hin wollte, muss. Ups. Ah, öffne Türen. Cool. Ich glaube, ich muss wieder nach oben in die obere Etage, ne? Macht Sinn. Und durch. Durchgelurcht. Hey, Squiddy. Lenny's Guinea Pig da. Jetzt kann ich euch auch besiegen, ihr Ficker. Das ist ja alles kein Problem mehr. Oh. Kurz wie kleine Schweinchen. Das ist eigentlich voll niedlich. Sind ein Wombat oder sowas? Was Freundliches. Wobei, es kommt aus Australien. Das kann gar nicht freundlich sein. Australien ist böse. Also, ich könnte jetzt mich da hinschießen. Ich gehe mal da, glaube ich, in den Raum, um dann nach oben zu kommen und in einen Raum. Raum. Zumindest die eine Truhe am Wasserfall abzugreifen, weil ich eben nicht weiß, ob da was Nützliches drin ist. Nachher ist dann nur so eine Scheiße wie ein Kompass drin auf der anderen Seite, vielleicht auch nicht verkehrt. Oder war das doch einfach nur der andere Weg? Oh Mann, falsche Taste. Ja, sorry, mein Fehler, ich bin dumm. Ja, ist ja das, das ist wieder falsch. Ah, ich dumme Nuss. Ich hätte noch eins weiter gemusst. Ah, das Kind muss ja immer wirklich lernen, die Karte rechts zu lesen. So. Da könnte ich doch jetzt theoretisch. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee, okay, schade. Das ist natürlich ungeil. Na, was soll's. Müssen wir raus, nochmal irgendwie hoch. Dann suchen wir einfach verzweifelt nach irgendwelchen Möglichkeiten, uns hochzuklettern, bevor wir halt wieder in diesen massiv großen Raum gehen, weil ich glaube, da gehe ich richtig Lust. Ich meine, bin ich jetzt in diesem theoretischen Standpunkt, dass ich überall liegen kann. Ich bin ein bisschen müde, es tut mir leid. Oh. Ja, auch so ein Ding, ne? So an sich ist mein Nebenjob ja ganz gut. Ich hatte heute Frühschicht, bin dann dementsprechend auch früh aufgestanden an einem Samstag, ne, Wochenende eigentlich. Eigentlich, nö, ich habe keins. Dann war das so, dass ich da ankam. Hab da angefangen zu arbeiten für eine Zeit. Und dann kommt eine Kollegin. Was du denn hier? Ich so, ja, Kasse, ne? Von 8 bis 11? Ich so, ja. Ich habe doch mit dir getauscht. Ich guck die an. Habe ich dir nicht Bescheid gesagt? Nein. Nein, hast du nicht. Du hast mir nicht Bescheid gesagt, weil ich hatte mal von ihr eine Schicht übernommen. Meine Chefin wollte ganz gerne, dass ich dann halt, beziehungsweise das sie eine Schicht von mir übernimmt, weil ich sonst wieder so viele Plusstunden habe.
Und diese Information, dass wann sie eine Schicht von mir übernimmt, das kam irgendwie nicht an. Das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen. Das heißt, ich hätte heute eigentlich echt wochenendmäßig mal ausschlafen können. Und jetzt bin ich halt voll am Arsch, weil Frühschicht ist halt wirklich früh aufstehen. Und das ist halt einfach so das Ding, wenn du auf dem Plan 6er stehst, dann musst du spätestens 5er raus, ne? Das ist echt ätzend. Ich meine, gehört dazu. Ne? Das ist halt das Erwachsenenleben, muss man machen. Trotzdem echt ungeil. Aber ja, was soll ich machen, ne? Ja, dann habe ich nur gedacht, oh Mann. Das ist die Frage, bin ich bewusst schon mal lang gegangen? Was war für mich blöd, was soll ich sagen, ne? Ich habe mich ein bisschen, ja, nicht unbedingt geärgert. Ich hätte mich gefreut, wenn ich diese Information einfach eher erhalten hätte. Das ist es nämlich. Was soll's, jetzt sitze ich hier, bin ein bisschen übermüdet. Oh! Deswegen will ich öfters mal gehen, das tut mir leid. Und ich hätte jetzt einfach keinen Nerv, mich jetzt eine Stunde irgendwie hinzulegen oder so. Oh fuck, warte mal, wie komme ich denn da jetzt hoch? Ich glaube, ich muss richtig hochkraxeln, ne? Der hat Apple auch scheiße gemacht hier. Das ist ja eine doofe Idee. Oder kann ich? Okay, nee, tatsächlich, ich muss. Oh, Junge, dann mache ich einfach einen Cut, bis wir oben sind, das dauert. Oder wir machen es einfach so. Tipp, tipp, tipp. Tipp, 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 tipp. Bisschen vorsichtig muss ich sein. Das Schwein mich nicht sieht. Ich laufe vorbei. So, mal schön hier den Bogen vor. Ja, ganz ehrlich, als ob ich da jetzt hier mit Eisenstiefeln da hochlatsche. Ich bitte. Oh fuck, okay, doch muss ich. Scheiße. Weil er so ein behinderter Balken ist. Warum? Nein, 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 nein! Ich bin dumm. Falsche Taste. Ach nö. Oh wow. Ich habe den ganzen Scheiß nur für 50 fucking Rubine gemacht. Oh nö. Kann ich mich runterschmeißen? Oh, perfekt. Was eine Drecksscheiße, Alter. Da habe ich... Weißt du, wenn es wenigstens der hässliche Kompass gewesen wäre. Hätte gesagt, okay, ist vielleicht in diesem Level noch sinnvoll, weil ich einfach out of order bin und mir nicht merken kann, wo was ist. Die Scheiße hier, ne? Fettes, dickes, fickt euch doch. Das macht mich mad. Das war jetzt einfach mega unnötig. Anders kann ich das nicht mehr betiteln. Unnötiger Scheiß, Alter. Direkt nach Termina verbannen und dann sagen, so, hoffe, dass der Mond dich zerdrückt. Nee. Wow, das heißt, ich war jetzt komplett umsonst hier, ne? Weil ich echt gedacht habe, oh, das hilft. Da ist bestimmt was Nützliches drin. Habe Lebenszeit verschwendet. Nicht nur meine, auch deine. Geil. Echt geil. Oh. Tolle Wurst. Da kommen schon wieder irgendwelche Scheißviecher an. Verpisst euch doch mal. Sucht euch ein Hobby. Lern häkeln. Was weiß ich. Die Nerven. Ungelogen. Das ist doch jetzt hier echt blöd. Ich weiß auch nicht, wo ich langen soll. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das richtig war, dass ich die Treppe gedrückt habe. Hilf mir, Treppe. Wenn ich vorher loslasse, bleibt ihr dann noch stehen? Wahrscheinlich, ne? So, mal sehen, hier haben wir noch kein Wasser. So. Hilft das hier in irgendeiner Art und Weise, dass ich da bin? Ich würde sagen, nein. Schade. Das Rote hätten wir jetzt erfolgreich gemeistert. Mai, Mai. Vielleicht soll ich die Treppe nochmal drehen. Dann würde ich ja direkt nach da unten kommen. Ich bin ja faul. Wir machen das mal.
Und loslassen. Ne, weil... Obwohl, nee, das war auch rot. War das der Ausgang? Ich probiere mal gerade mal gucken. Ich weiß es gerade gar nicht. War ich hier schon? Ich bin orientierungslos. Uff, Alter, also... Oh ja, ja. Ja, hier war ich. Definitiv gehe ich hier wieder raus. Gut, also dann würde ich einfach eine Part beenden, weil ich glaube, ich kriege jetzt eh nichts mehr auf die Schnelle geschissen. Ich hoffe, dass wir mit neuem Erfahrungsdrang und einer besser gelaunten Suff im nächsten Part starten werden. Und dann auch was reißen werden, vor allem Dingen, weil das ist ja eine richtige Katastrophe. Bis zum nächsten Mal, noch viel Spaß und Way!